Servus, willkommen zur heutigen Ausgabe von Genuss vom Fass. Als Elbrand-Sommelier, als Whisky-Ambassador, als Gin-Ambassador und so weiter beschäftige ich mich logischerweise immer wieder mit den alkoholischen Genüssen. Und ich bin auch immer wieder auf der Suche nach alkoholfreien Varianten. Auch ich muss mal Auto fahren oder sollte bei Veranstaltungen meine Sinne beieinander haben. Deshalb ja, bin ich immer wieder auf der Suche nach einer schönen, tollen Alternative für alkoholische Aperitif und so weiter. Da habe ich vor ein paar Jahren eine Monichina kreiert. Monichina ist ein Mixgetränk aus Grenadin mit Calamansi-Balsam, eine Essig-Spezialität. Monichina habe ich immer wieder bei Gästen bei mir im Geschäft probieren lassen und immer wieder ist angekommen. Einziger Nachteil bei Monichina ist, man muss ihn probieren zum Kennenlernen. Man kann nicht einfach sich darunter was vorstellen. Er ist auch sehr einfach zu machen. Der Monichina ist, wie gesagt, ein paar Tropfen vom Calamansi-Essig und dazu in etwa dieselbe Menge von einem Grenadin. So, da la. Etwa dieselbe Menge von einem Grenadin. Das Ganze ein bisschen vielleicht aufschütteln, weil sich der Grenadin gut gerne absetzt und das Ganze einfach nur mit Mineralwasser aufgespritzt. Und schon ist er fertig. Wir sehen in der Farbe, er hat ein schönes Blassgelb unterlegt mit leicht orangigen Reflexen und in der Nase kommen schon diese Zitrusnoten zur Geltung. Zitrus, schöne Frische, unterlegt mit dem Granatapfel des Grenadin. Und das lässt sich trinken. Da kommt die Frische so richtig schön zur Geltung. Das Zitronige, das Mandarinige von der Calamansi unterlegt, gepaart mit dem Aroma des Grenadin, das ist so ein richtig schöner, frischer Sommerdrink, Aperitif. Und der Abgang, da geht die Kühle durch den ganzen Körper durch. Wow, jetzt kann der Sommer kommen. Ich bin gewappnet. Dieser Trink ist schnell gemacht. Ihr habt gesehen, zwei, drei Flüssigkeiten miteinander gemischt. Je nach Gutdünken kann man ein bisschen weniger Wasser reinmachen, dann ist halt ein bisschen zitroniger, ein bisschen frischer. Man kann natürlich auch ein bisschen mehr Wasser reinmachen, dann kommt er ein bisschen leichter, kommt er ein bisschen dünner, nur ganz zart unterlegt mit diesen Zitrusnoten. Man kann natürlich auch stilles Wasser nehmen, weil das Prickelnde einfach ein bisschen mehr Frische im ganzen Mundraum verteilt. Man kann es natürlich auch mit Sekt oder auch mit Champagner machen. Man kann natürlich auch Weißwein nehmen. Auch da das Prickelnde von einem Frizzante halt einfach ein bisschen perliger, ein bisschen frischer dann am Gaumen. Aber auch hier ausprobieren. Und wo kann man den Drink anwenden? Zum Aperitif. Zum Morgen statt einem Sektempfang, wenn man noch nicht mit dem Alkohol anfangen will so früh. Am Nachmittag auf der Terrasse, in einem unklimatisierten Büro, einfach als Tagesgetränk zwischendurch. Also das ist ein richtig schönes Allerwelts-Sommergetränk. Noch ein paar Worte zum Calamansi-Balsam. Calamansi-Balsam ist eine Essig-Spezialität, die Sie so nur bei vom Fass bekommen. Wir arbeiten hier aktiv mit der Sozialorganisation Preda zusammen und auch mit den Weltpartnern, ehemals DWP. Wir bekommen von den Preda bekommen wir das Rohmaterial und bearbeiten das eben zu dieser Essig-Spezialität, die es eben in den Fassgeschäften dann natürlich zu kaufen gibt. Und ebenfalls Grenadin machen wir selber, brauche ich nicht viel dazu erklären. Grenadin wird sehr gerne in Cocktails auch verwendet als Grundbasis für Cocktails, wird sehr gerne auch in der Küche verwendet, meinetwegen Fruchtsalate zu aromatisieren und so weiter. Ist also auch ein sehr vielseitig anwendbares Grundprodukt für verschiedenste Rezepte und als Geschmackrichtung eben, wie gesagt, bei Süßspeisen etc. gerne verwendet. Ich möchte euch einladen, den Monichina mal bei uns im Geschäft zu probieren oder auch, wir haben natürlich sehr viel andere Kreationen, die man machen kann. Wildmango mit Himbeer und. Es gibt da zahllose Möglichkeiten mit unseren Essigen für solche Aperitifdrinks, Erfrischungsgetränke. Schaut doch vorbei
Lasst euch überraschen, probiert mal selber, holt euch Ideen, Inspirationen und dann probiert es einfach selber aus auf eurer Grillparty oder auch auf eurer Poolparty. Tja, das war's wieder. Ich habe euch ein paar Anregungen gegeben, hoffentlich ein paar gute Anregungen. Schaut doch einfach vorbei und ansonsten kann ich nur noch sagen, ciao und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Euer Bernhard.